Ich habe mit einem Händlerkollegen telefoniert und habe während dem Telefonat die Aussage bekommen, aktuell verkaufen ja viele Corona-Camper ihr Fahrzeug wieder. Ich höre jetzt seit 3 Jahren, höre ich mir an, bald diese Corona-Camper, bald wird der Markt überflutet. Wer da noch nicht seine Margen umkalkuliert hat, der wird es in Zukunft echt schwierig haben. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wohnmobile Silbert. Mein Name ist Martin Silbert. Ich dachte, ich gehe mal auf ein Thema ein, was vielleicht sehr interessant ist. Das ist unter anderem die derzeitige Marktlage. Warum ich darauf eingehe, ganz einfach. Ich habe einen Anruf bekommen von einem, oder was heißt ein Anruf bekommen? Ich habe mit einem Händlerkollegen telefoniert und habe so während dem Telefonat die Aussage bekommen, aktuell verkaufen ja viele Corona-Camper ihr Fahrzeug wieder. Das Telefonat ist jetzt ungefähr 2-3 Wochen her. Ich habe das Ganze mal beobachtet und dachte, ich gebe das mal weiter, erkläre euch einfach mal so ein bisschen die Marktlage. Wir gehen einfach mal so auf ein paar Punkte ein und sage auch mal meine Meinung dazu und würde auch gerne eure Meinung dazu wissen, die sich da ein bisschen mit beschäftigen oder auch mal den Gebrauchtwagenmarkt sich anschauen. Wie erwähnt, ich habe mit dem Händlerkollegen telefoniert, langes Telefonat gehabt. Und da hat er gesagt, das war irgendwo in der Flautezeit, Juli oder so, wo es einfach ein bisschen ruhiger war, Sommerloch war. Und da hat er auch gesagt, bei uns ist aktuell nicht viel los. Werkstatt ist ausgelastet, aber der Verkauf ist ein bisschen still. Dafür haben wir aktuell viele Leute, die während Corona gekauft haben und bei uns wieder in Zahlung gegeben wollen, verkaufen wollen. Wie unterschreibe ich das Ganze oder wie ist meine Meinung dazu? Also bei mir, klar, man kriegt immer Ankäufe oder Ankaufsangebote von älteren Fahrzeugen, neueren Fahrzeugen und. Sehe ich tatsächlich diesen sogenannten, dieses Sprichwort, bald verkaufen die Corona-Camper alle wieder ihren Camper, kann ich nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Wir haben größtenteils Fahrzeuge, die wir in Zahlung nehmen, die was älter sind, das heißt so von 2016, 17, 18 haben wir aktuell, warum auch immer, viele. Das ist ja noch die Zeit vor Corona, das sind noch die Zeiten, wo man echt geile Preise bekommen hat und die jetzt zu einem guten Kurs verkaufen kann. Wahrscheinlich oder bei vielen liegt es auch wahrscheinlich daran, dass das echt ein lukratives Geschäft jetzt für sie ist. Aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal, also ich verkaufe ja so 10, 15 Autos, oder 5 bis 15 Autos, Wohnmobile, Wohnwagen in dem Sinne, im Monat an. Erfahrungsgemäß, die meisten wollen sich einfach nur verändern. Ich sag mal, 10-15% sagen, okay, wir hören komplett auf, weil Camping sich verändert hat. Echt einfach aus dem Grund, Camping hat sich verändert, Campingplätze sind anders und so weiter, wie es damals war. Das ist echt eine Aussage, die ich öfters höre. Und ansonsten, die meisten haben sich wieder irgendwie verändert im Sinne von, die kaufen sich was Neues, Größeres, Kleineres, unterschiedlich. Also so diese Aussage zu treffen, Corona-Camper hören auf, eher weniger. Es kamen 1, 2, 3 Anfragen, wo die Leute gesagt haben, wir haben was während Corona gekauft und uns fehlt einfach die Zeit oder wir haben uns das anders vorgestellt. Passiert, gar keine Frage, aber die Leute, ich höre jetzt seit 3 Jahren, höre ich mir an, bald diese Corona-Camper, bald wird der Markt überflutet. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Klar, der Markt wird irgendwann gesättigt, gar keine Frage. Es wird irgendwann mal so sein, dass wir längere Standzeiten haben. Das heißt, es ist nicht so, dass wir Fahrzeuge inserieren, die sind einen Tag später verkauft nach dem Motto. Und der Markt ist leergefegt, man hat auch vielleicht auch ein bisschen mehr Auswahl. Aber ich kann einfach aus Erfahrungen sagen, oder aus dem aktuellen Punkt, dieses Jahr wird auf jeden Fall nicht passieren. Wir werden, denke ich, dieses Jahr noch ein tolles Jahr haben. Und nächstes Jahr müssen wir dann schauen. Aber zurzeit sehe ich da jetzt keinen Bedarf, dass wir irgendwie vorsichtiger agieren müssen. Vorsichtiger agieren müssen wir wegen der Zinslage. Gerade für viele Händler, die mit Einkaufsfinanzierung arbeiten, ist es so, dass man einfach anders kalkulieren muss. Also wer damals, sag ich mal, mit einem Wohnwagen in der EK-Linie, also Einkaufslinie, es gibt eine Einkaufsfinanzierung, sag ich mal, doof, kurz erklärt, wir kaufen ein Fahrzeug an, also es gibt viele Händler, die arbeiten damit, oder der größte Teil, wir kaufen ein Fahrzeug an, gehen damit den Vorschuss, schicken der Bank die Daten zu, die Bank überweist uns das Geld zurück, wir haben den Ankaufspreis quasi somit finanziert und sind weiterhin liquide und so weiter und so fort. Auf jeden Fall machen das Großteil der Händler, 80-90% sicherlich, und arbeiten so, und deswegen kommen auch hohe Bestände zustande. Kurze Anmerkung zwischendrin an alle Corona-Camper und auch Nicht-Corona-Camper. Ich wollte einmal Danke sagen für die ganzen Kommentare, für die ganzen Views, für die ganzen Anrufe und all das, was uns hier erreicht und unseren YouTube-Channel. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr A, nichts verpasst und B, immer auf dem aktuellsten Stand seid. Und würde sagen,
wir machen weiter mit dem Video. Aber dennoch, wenn welcher Händler da noch nicht gecheckt hat, dass er umkalkulieren muss wegen den steigenden Zinsen, ein Fahrzeug, was den mal in 3 Monaten 100 Euro kostet hat oder 50 Euro, kosten jetzt 300 Euro. Und ab 6 Monaten gibt es dann so ein, ich will jetzt nicht groß ins Detail gehen, aber da gibt es dann so eine Liste, ab 3 Monaten so viel Prozent, ab 6 Monaten so viel Prozent, so weiter. Wer da noch nicht seine Margen umkalkuliert hat, der wird es in Zukunft echt schwierig haben. Also die größere Problematik sehe ich einfach in der Liquidität und aber auch im, oder nicht in der Liquidität, eher in der Zinslage, wie wir die Fahrzeuge einkaufen. Zumindest bei vielen Händlern der Fall. Also wer da noch nicht geschaltet hat und seine Marge umgesetzt hat, dass er einfach mehr kalkulieren muss, der sollte spätestens jetzt merken, okay, Vorsicht, ne? Also ich sag mal, mit 2000 Euro an einem Wohnwagen kann man das Ganze hier nicht langfristig mehr führen, was während dem Boom geklappt hat. Das war dann quasi gekauft, sauber gemacht, verkauft, wird es jetzt einfach hier bald schwierig haben. Das nur so kleiner Fakt nebenbei. Weiß nicht, ob viele Händler das Ganze hier schauen, aber da würde ich jetzt gerade Wert drauf legen, dass man schaut, dass man die Margen aufrecht hält. Und sonst macht das, glaube ich, in Zukunft wenig Sinn, was unsere Politik da mit uns macht. Ich sehe da eher nicht den Faktor, dass es an der Branche liegt, sondern echt das, was mit uns gerade hier so rundherum passiert. Und da muss man halt einfach ein Auge drauf werfen. Das muss man mit einkalkulieren. Aber grundsätzlich so diesen Boom sehe ich noch nicht am Ende. Ganz im Gegenteil, bei uns ist es zurzeit so, vielleicht auch in den letzten Hofrunden habe ich das öfters mal erwähnt. Aktuell läuft aus dem Ausland verdammt viel. Wir kriegen bombenviele Anfragen aus dem Ausland. Schweden haben wir gehabt, Norwegen haben wir gehabt, Irland haben wir gehabt, wo wir Kunden hatten. Das war dann eher die Privatperson-Schwarte. Aber Holland, schon immer ein sehr großer Einkäufer in Deutschland gewesen, holländische Händler, gerade sehr extrem bei mir. Ich weiß nicht warum, Slowenien ist gerade verrückt, also da kriege ich haufenweise Anfragen von, da geht es wohl auch gut ab. Das heißt, da fängt der Markt erst an, das heißt, da wo wir so langsam gesättigt sind, wo wir sagen, okay, wir haben uns jetzt mal so eingefunden in die Preiskalkulation, die Preislage, in die Nachfrage und so weiter, geht es da, glaube ich, gerade erst los. Und wie auch im Autobereich sind wir Deutschen einfach ein sehr großer Exporteur von Autos und das Ganze auch für Wohnmobile und Wohnwagen. Die meisten oder viele Hersteller sitzen ja in Deutschland und viele schwören auch auf die Qualität. War damals vielleicht mal besser wie jetzt, aber nach wie vor noch sehr beliebt. Also das Ausland kauft aktiv mit und solange das Ausland aktiv mitkauft, ist das für uns Händler definitiv eine schöne Sache, schöne Geschäfte und kein Grund zur Panik. Dennoch sollte man natürlich schauen, dass man die langen Standzeiten einfach mit einkalkuliert und die Zinsen entsprechend und so weiter und so fort. Ich denke, jeder Händler weiß da Bescheid, was ich meine. Ich denke, auch die meisten haben das mittlerweile auch drin. Also ich glaube, viele wissen, dass es nicht mehr so ist wie vor 2 Jahren, aber dennoch sind die Preise stabil. Man muss jetzt nicht schauen, ach, kann ich den jetzt kaufen oder nicht. Man muss natürlich einfach ein bisschen besser kalkulieren und dann ist man da, denke ich, ziemlich sicher. Das ist meine Meinung dazu. Und wie gesagt, ob jetzt die Corona-Camper verkaufen oder nicht. Ich weiß nicht mal, wen ich als Corona-Camper definiere und wen nicht. Aber im Grunde genommen kann ich die Aussage nicht teilen. Ich muss natürlich auch sagen, im Regelfall, wenn jetzt jemand, der unerfahren in der Branche ist, ein Fahrzeug kauft bei einem Händler nagelneu, der wird den wahrscheinlich auch dem Händler wieder anbieten zum Verkauf. Das heißt nicht irgendwie Gebrauchtwagenhändlern, sondern den direkten Kontakt zu dem, wo er es auch gekauft hat. Aber das war jetzt auch nur eine Aussage, die ich einfach nicht vertreten kann, weil ich es einfach nicht aktiv mitbekomme. Dass man immer mal wieder eine Anfrage hat, ist klar. Aber im Grunde genommen sehe ich da noch kein Ende von der großen Nachfrage. Ob ich das jetzt als Boom bezeichnen will oder nicht, weiß ich nicht. Wir reden schon seit 2014 von einem Campingboom. Also seit 2014 mache ich das Ganze und jedes Jahr aufs Neue, ja, jetzt läuft ja richtig gut bei euch, die brauchen sich ja richtig krass, ne? Und natürlich jetzt durch Corona nochmal extremer, aber aktuell sehe ich noch kein Ende, beziehungsweise nicht so, dass ich jetzt sagen muss, wow, wie überlebe ich? Also das glaube ich nicht. Sehe ich zumindest nicht. Ich hoffe, ich irre mich da nicht. Man muss vorsichtig sein, definitiv. Auch ich mache mir da meine Gedanken, wo stehe ich in 5 Jahren, wo stehe ich in 10 Jahren. Kann aber erfahrungsgemäß sagen, zurzeit muss ich mir da noch keine Gedanken machen. Ich denke, zurzeit ist es noch echt in Ordnung. Und wo geht die Zukunft hin? Ist ein schwieriges Thema. A, liegt das wahrscheinlich, was politisch passiert. Also wenn ich mir hier reinschaue, keine Ahnung, wir haben da irgendwelche Heizungsgesetze, man muss
das ist doch alles nicht mehr schön und normal. Muss man schauen, was macht das mit den Menschen, was macht das mit der Kaufkraft? Ne? Legen die Leute jetzt mehr Geld zurück für Sanierungen? Keine Ahnung, wir müssen ja die Welt retten. Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten, da stecke ich nicht drin. Ich denke, es wird irgendwann der Punkt kommen, und da bin nicht nur ich betroffen, da sind wahrscheinlich auch Autohändler betroffen, da sind wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, Motorradhändler und Anhängerhändler und alle andere betroffen, die irgendwie gewerblich tätig sind. Wird irgendwann mal was Großes kommen, es wird irgendwann mal eine Krise kommen. Wann genau, weiß ich nicht, habe ich auch noch nie erlebt, dafür bin ich einfach noch zu jung. Aber ich denke, man sollte wer seine Rücklagen nicht gebildet hat, sollte das spätestens jetzt tun, wenn es nicht schon zu spät ist. Und einfach ein bisschen Geld zur Seite haben für schwierige Zeiten, weil die werden uns in Deutschland definitiv irgendwann treffen, glaube ich. Würde mich mal interessieren, wie seht ihr das, was gerade so hier so passiert, politisch gesehen, aber auch mit der Krise, Wirtschaftskrise, was kommt da, was kommt da nicht. Also ich mache mir da echt immer Gedanken drum, ist ja auch wichtig. Ich muss ja gucken, wie ich meine Familie ernähre, beziehungsweise wie ich mich ernähre und den Laden hier aufrechthalte. Stand heute sehe ich noch kein Riesenthema, aber irgendwann wird das sicherlich kommen. Und bin aber auch kein Politiker und will mich da auch gar nicht groß mit beschäftigen, aber man muss es halt leider einfach so ein bisschen wahrnehmen. Ansonsten, wie gehe ich weiter mit dem Ankauf vor? Ich habe eigentlich gedacht, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, mach mal langsamer mit Wohnmobilen, kauf mal günstigere Fahrzeuge ein, das heißt, wieder hier diese Wohnwagen für 5.000 bis 10.000 Euro, ganz viele davon und kauf mal die ein. Hab angefangen damit, ging auch ganz gut, aber ist dann doch sehr, sehr aufwendig für mich als kleines Unternehmen, ne, weil ich die Fahrzeuge alle selber prüfe. Und da erlebt man halt auch einfach viel Schrott, leider Gottes. Hab dann irgendwann mal gemerkt, irgendwie die Nachfrage vom Wohnmobil wird gar nicht geringer. Ich weiß nicht, warum ich mir das eingeredet habe. Vielleicht auch durch Einfluss von außen. Und bin jetzt aber wieder aktiv in allen Formaten. Das heißt, in günstigen Wohnwagen, in teuren Wohnwagen, in günstigen Wohnmobilen, in teuren Wohnwagen. Also all das, was ich bekommen kann, kaufe ich. Und kann jetzt sagen, eigentlich haben wir da noch keine Probleme. Und habe aber auch tatsächlich viele Händlergeschäfte gemacht, wo ich einfach an Händler im Ausland weiterverkauft habe, weil es einfach eine simple Nummer ist. Ne? Das habe ich aber die letzten Hofrunden schon erklärt. Macht einfach Spaß und ist ein schönes Geschäft, sage ich mal. Ansonsten, mich würde echt mal interessieren, wie ist eure Meinung zum Thema Corona-Camper? Wie definiert ihr einen Corona-Camper? Habt ihr schon was mitbekommen aus dem Bekanntenkreis vielleicht, dass eure Corona-Camper-Freunde verkaufen, weil sie sich das anders vorgestellt haben oder? Ich kann es echt nicht nachvollziehen, wie man aufhören will mit dem Campen, aber habe auch von meinen Mietkunden, die halt aktiv bei uns mieten, bekomme ich immer mit, die haben immer noch Interesse, die suchen immer noch, überlegen sich nächstes Jahr, übernächstes Jahr eins zu kaufen, wenn vielleicht mehr Geld, mehr Zeit oder da ist. Also ich bekomme das ja mit von der Vermietung. Die Leute mieten, weil sie sich das noch nicht leisten können, weil sie die Zeit noch nicht haben oder. Aber alle sagen, wir wollen das in Zukunft weitermachen mit dem eigenen Wohnmobil. Und würde mich mal eure Meinung interessieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mir war es nochmal wichtig loszuwerden, dass ich die Aussage mal von einem Händler bekommen habe. Die Corona-Camper verkaufen jetzt, gerade aktuell haben wir viel Anfragen von denen. Aber ich für mich kann nicht definieren, was ein Corona-Camper ist. Und für mich gibt es auch keinen Unterschied zwischen Alt- und Neu-Camper und was ich da alles im Internet lese. Ich glaube, Facebook ist die Plattform, um über sowas zu diskutieren. Ich halte mich da mittlerweile bedeckt und finde es aber sehr amüsant, mal abends im Bett durch die Kommentare zu lesen. Das ist manchmal sehr lustig. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Ich lese mir jeden Kommentar durch, bin mal auf eure Meinung gespannt, wollte es einfach mal loswerden und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Martin.